Hallo Gaming-Freunde, ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet einen guten Wochenstart. Heute ein hochinteressantes Thema. Es gibt immer wieder versteckte Werte in Palworld und heute kümmern wir uns um die individuellen Werte. Und die sind hochinteressant beim Züchten und später natürlich auch fürs PvP, aber auch im PvE-Content, um wirklich das Maximale rauszuholen. Und deshalb freue ich mich, dass wir dieses interessante Thema heute angehen und ich versuche das so gut wie möglich, aber auch so kompakt wie möglich zu erklären. Und wenn ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder kommt auch in einen Livestream vorbei. Ja, ich streame meistens so ab 21 Uhr. Spätestens bin ich online und mein Livestream ist unten in der Infobox verlinkt. Freue ich mich, wenn wir uns kennenlernen. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Aber was meine ich mit den individuellen Werten? Ich habe hier mal was vorbereitet. Hier sehen wir Anubis A. Ja, hat eine Gesundheit von 577, einen Angriff von 132 und eine Verteidigung von 57. Und diese Werte können sich variieren, je nach Anubis Level 1, beziehungsweise je nach Pal, das ihr fangt, in der gleichen Levelstufe. Das bedeutet, wenn ihr das mal bei der Zucht seht, dann gucken wir uns jetzt mal unser zweites Anubis an. Und zwar sehen wir haben hier 577 Gesundheit, hier 578 Gesundheit. 132 Angriff, ich habe extra die beiden gleichen passiven Fähigkeiten genommen, damit man das hier auch direkt sieht, was ich meine mit dem Unterschied. 132 zu 133, 57 Verteidigung zu 59 Verteidigung. Das heißt, dieses hier ist eigentlich in der Basis ein stärkeres Pal als dieses hier. Mehr Gesundheit, mehr Angriff, mehr Verteidigung. Und diese Werte können individuell sein. Das bedeutet, wir müssen darauf achten, welche Pals wir haben. Und da gibt es dann eine Kluft und wir sehen dann, okay, habe ich ein sehr gutes Pal oder habe ich doch vielleicht ein schlechtes Pal? Weil jetzt sieht das nur so aus. Okay, ist doch nur ein Gesundheit, ein Angriff, ein Verteidigung, ein, zwei Verteidigung. Was will der Dread eigentlich von uns? Je höher das Level ist, und das kann man hier nicht so leicht unterscheiden, deswegen empfehle ich immer, die Pals mindestens auf Stufe 10 zu bringen oder ein Tool zu nutzen, was ich euch noch vorstellen werde. Aber wir schauen uns jetzt mal das Ganze beim Frostralion Level 50 an. Hier haben wir Frostralion A und wir sehen hier einen Angriff von 1012 und hier einen Angriff von 981. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Faktor hinzu, den ich erwähnen muss. Und zwar stammen diese Anubisse und diese Frostralions von der gleichen Zucht. Das Entscheidende ist, dass die sich sowieso nicht so krass unterscheiden. Denn es ist so, dass man diese individuellen Werte, also wenn wir einmal ein sehr starkes Pal gefangen oder gezüchtet haben und dann mit einem anderen sehr starken Pal mit hohen individuellen Werten weiterzüchten, können wir diese Werte, ähnlich wie wir das bei den Passiven kennen, auch weitervererben. Und das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, hier kann die Differenz sowieso nicht so groß sein, ja, weil die aus derselben Zucht stammen. Also die hatten dieselben Elternpaare. Es ist aber egal, ob ein Pal sehr, sehr gute passive Fähigkeiten hat oder nicht. Und genau das müssen wir jetzt im Kopf behalten. Was wir gleich mal machen, ist, wir leveln diese Anubisse mal, weil, wie gesagt, die Kluft geht immer weiter auseinander, je höher das Level ist. Und deshalb behalten wir mal dieses Beispiel und wir leveln die jetzt einfach mal, indem wir einfach einen Boss besiegen und dann sehen wir, wie weit dieser Wert auseinander geht. So, was wir jetzt getan haben, ist, ich habe unseren Anubis gelevelt. Das müsst ihr jetzt nicht hier auf Stufe 50 machen, so wie ich das gemacht habe, denn das ist eine Menge Arbeit, sondern geht tatsächlich hin. Das reicht schon ab Stufe 15, 20 oder, wie gesagt, nutzt das Tool, was ich euch gleich zeige, damit ihr da auch eine gute Einschätzung haben könnt. Aber was ich jetzt meine ist und warum man das mit Level 1 nicht so gut einschätzen kann, die Differenz war ja ein Gesundheit, ein Angriff und zwei Verteidigung in der Basis, glaube ich, von unseren Ausgangs-Anubis. Wir vergessen mal das Entsaften und das Verstärken. Ich hatte noch ein paar Anubis übrig, deswegen wollte ich noch was checken. Und hier sehen wir jetzt unser Anubis A, was ja das schwächere Anubis war, hat jetzt 6.288 Gesundheit. Hier sind wir bei 6.314. Dann haben wir hier einen Angriff von 1.058 und hier ist der Angriff bei 1.156.
Hier Verteidigung 616 und hier eine Verteidigung von 737. Ihr seht, was ich mit der Kluft meine. Am Anfang hat man nur den Unterschied zwischen einer Gesundheit, einem Angriff und zwei Verteidigungen gesehen. Und jetzt seht ihr, wie die Werte beim Leveln auseinandergehen. Und deshalb sage ich, ihr müsst die dann schon leveln, um das einschätzen zu können. Mindestens bis Stufe 10 oder 25. Ja, das ist schon ganz gut. Das hat man ja sowieso mit einem Boss erledigt. Und dann sieht man das Ganze und kann das einschätzen. Und hier seht ihr wirklich, wie wichtig es ist, dass man weiß, dass es diese versteckten Werte gibt. Aber dafür gibt es auch Hilfsmittel und das zeige ich euch jetzt. Die Frage, die wir uns jetzt hier stellen, ist natürlich, habe ich jetzt ein gutes Pal oder habe ich keins? Und wie hoch kann meine Gesundheit sein? Und dafür nutzen wir den Kalkulator, den ich euch hier zeige. Den verlinke ich euch natürlich auch und in der Infobox. Um es einfach zu machen, ja, wir gehen jetzt nicht ganz in die Tiefe, wir können hier einen Bonus von 0 bis 50% bei der Gesundheit erwarten, dann einen Bonus von 0 bis 30% beim Angriff und bei der Verteidigung ebenfalls nochmal einen Bonus von 0 bis 30%. Wichtig zu wissen ist, dass dieser Kalkulator nicht immer zu 100% stimmen kann, weil gewisse Pals nochmal eine leichte Veränderung bei diesen Bonuswerten in sich haben. Jetzt wollen wir natürlich wissen, ist unser Anubis gut oder nicht? Wir nehmen mal hier den schwächeren Anubis. Was wir als nächstes tun müssen, ist natürlich unsere Werte in den Kalkulator eingeben. Hier oben könnt ihr das Pal eingeben, ja, da einfach den Namen und dann findet ihr das Ganze. Unser Anubis ist Stufe 50. Wir haben hier zweimal entsaftet, dann haben wir hier die wichtigen Verstärkungen drin. Und dann seht ihr auch schon, wie sich die Werte ändern. Und hier haben wir aktuell noch den passiven Wild mit dabei. Und dann sehen wir hier schon, wie sich jetzt gerade die Standardwerte geändert haben. Und jetzt ist natürlich interessant, okay, wie stark ist das Anubis? Haben wir hier eine gute Züchtung oder nicht? Was wir nun tun, ist unsere Werte abgleichen. Und zwar hier bei der Gesundheit gehen wir jetzt hier hin und gehen hoch und versuchen jetzt hier unseren Wert zu erreichen, den wir haben. Der liegt ungefähr hier, ja, zwischen 29 und 30%, 6249 und 6292 Gesundheit. Ja, wir liegen bei 6288 Gesundheit. Das heißt, wir haben einen Bonus zwischen 29 und 30%, aber unser Potenzial wäre quasi hier, ja, 7150 Gesundheit. Da fehlt noch einiges an Gesundheit, was wir hier noch haben könnten, und zwar um die 870 oder 862 müssten das ungefähr sein, ja. So, also 800, ich sag jetzt mal 850 Gesundheit fehlen uns jetzt hier, ja, um an den optimalen Wert zu kommen. Das ist schon eine Menge. So, jetzt schauen wir uns zum Beispiel mal den Angriff an. Der liegt ja hier bei 1007. Wir sind bei 1058. So, das heißt, wir sind bei 1058. Wir haben hier nur einen Bonus zwischen 6 und 7%. Und maximal können wir auf einen Angriff kommen von 1257. Das ist schon eine Menge. Wenn wir da unser zweites Pal anschauen, das ist schon wesentlich weiter. Ja, hier ungefähr 200 Angriff mehr, die wir hier verloren haben, nur durch den individuellen Wert, den ein Pal haben kann. Ja, und bei der Verteidigung sind wir hier bei 616, das ist auch nicht viel. Ja, zwei, was soll ich da noch machen? Verwundert, zwei. So, wir sind hier bei 617, ungefähr zwischen 1 und 2% Bonus, und wir können bei der Verteidigung auch auf 30% kommen, ja, und dann wären wir bei 767. Wenn wir diese Werte jetzt mit unserem zweiten Pal vergleichen, dann sind wir etwas näher dran. Ja, bei der Gesundheit mit 6314 auch nicht viel. Beim Angriff schon wesentlich besser und bei der Verteidigung auch. Ja, dieses Pal ist wesentlich besser von den Werten her als dieses Pal. Und da seht ihr die Unterschiede und da seht ihr, wie viel Potenzial ihr noch habt, indem ihr dann hier die Werte eingibt, das mit den Stats vergleicht, und dann könnt ihr auch nochmal wirklich ins Maximale gehen und zu sehen, lohnt sich es da weiterzumachen, möchte ich diesen Weg gehen oder nicht.
Ja, und wenn wir hier uns im unteren Bereich befinden, dann ist es wirklich ein schwaches Pal und dann müssen wir weiter reingehen. Es ist für mich wirklich faszinierend, wie viel ich in diesem Spiel noch lernen kann, beziehungsweise wie tief das manchmal ins Detail geht. Pokémon-Veteranen kennen da schon den einen oder anderen Move und hinterfragen das Ganze. Natürlich gibt es das auch im Paarwert, aber hier komme ich sehr oft über die Kommentare auf YouTube oder über meinen Twitch-Chat auf solche Themen, die ich dann natürlich mit euch gerne teile. Und das macht mir so unglaublich Spaß, so tief in ein Spiel reinzugehen und diese Elemente einfach zu entdecken, um zu sehen, okay, ich kann mein Paar tatsächlich noch besser züchten oder es könnte noch relevant sein für das PvP und so weiter. Wenn euch das interessiert, kommt gerne mal abends vorbei in den Twitch-Chat oder schreibt irgendwas in die Kommentare, was euch interessiert. Ja, ich nehme das gerne auf, beziehungsweise versuche eure Fragen so gut es geht zu beantworten. Und ansonsten das Wichtigste, Leute, wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, aber noch wichtiger ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, bei euer Dreed. Ciao.